Hallo, 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 hier ist wieder Shoki Banoki New Television mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Ich bin der Sashi und das da ist der Marc Hagenbeck und wir sprechen heute über den 14. Januar. Am 14. Januar haben wir natürlich wieder ein berühmtes Geburtstagskind und das ist in dem Fall... Kennst du? Howie. Nicht der von Colt Sievers, der Howie? Nein, der... Nee, der nicht. Sondern das ist ja, wäre ja nur eine Rolle gewesen. Ja, ja. Du meinst Howie, sondern unser Howie? Howard Carpendale. Ja. Howard Carpendale, unser, das ist ja eigentlich Südafrikaner, ist er ja. Ja. Aber unser, bei uns ein bekannter Schlagersänger, am 14. Januar 1946 geboren. Ein bekanntes Lied von ihm, oder das bekannteste sozusagen, war Hello Again. Ich sag einfach Hello Again. Du, ich möchte dich heute noch sehen. Da, wo alles begann. Und jetzt kommt's. Ist egal, mach. Ja, aber er hat auch zum Beispiel gesungen, deine Spuren im Sand, die ich gestern noch fand, hat der Wind mitgenommen. Boah, kennst du die Texte, sag mal? Bist keine du Ahnung, wahnsinnig? Ich kenne die doch gar nicht. Nee, ich gar hab, nicht. Ich habe einen Freund, nee, der hat mal davon gehört. Ja, oder hier, Living Next Door to Alice, hatte er gemacht auf Deutsch, Tür an Tür mit Alice. Tür an Tür mit Alice. Alice. Ja, das war bei ihm aber nicht. Ja, okay. Genau. Ja, auf jeden Fall Howard Carpendale, ja. 1946 geboren. Großartig. Super, hier, bravo, bravo. Howie. Aber am 14. Januar haben wir noch etwas. Und am 14. Januar ist aber jetzt Tag des Faktes. Tag des Fax. Ja. Nein, Fakt des Tages. Also Fakt des Tages ist, Katzen können keinen Zucker schmecken. Nein. Und jetzt ist die Frage... Woher wissen wir das eigentlich? Naja, also es ist wahrscheinlich irgendwas sehr, sehr gesüßt worden und die hat es trotzdem einfach gegessen, ohne mit der Zimper zu wuppen. Also alle, die jetzt von PETA, der Tierschutzorganisation sind, schalten mal ganz kurz ihren Ton jetzt aus. Das probiere ich gleich aus, wenn ich zu Hause bin. Mach ich mal schön Katzenfutter in die Schüssel, ja, und hau mal schön so eine Portion Zucker oben drauf. Ja. Guck, wenn es ist, als wenn nichts wäre, dann ja, schmeckt es ja nicht. Ja. Ja. Mach mal. War nur Spaß, mache ich nicht. Natürlich nicht. Natürlich ja, nicht. Heute am 4. Januar ist aber auch ein Film in die Kinos gekommen, das war 1965 und das war James Bond 007 Goldfinger. Ding, 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 ding. Kennst du Goldfinger? Natürlich. Ja, Goldfinger mit der mit das, dem, das war doch, wo den Hut da so wirft. Ne, so. Der war mit der Melone. Und wo dann nachher hier die eine Frau doch hier mit Flüssiggold angemalt war und uns nicht mehr, ja, ja, genau, atmen konnte und dann gestorben ist. Man lässt nur eine, wenn man eine Stelle am Rücken freilassen würde, würde die Haut noch atmen können und der, ja, Körper würde überleben. Genau. Heißt es in dem Film. Ja, heißt es in dem Film. Wo sie da auch in den Fort Knox sind und dann diese Bombe da irgendwie, diese Atombombe oder sowas hochgehen soll. Ja. Und dann, ja, die Goldvorräte von den USA komplett... radioaktiv verseuchen soll, sodass dann Goldfinger mit seinen eigenen Goldvorräten stinkereich wird. Ach ja, genau. Das ist eigentlich die Story. Haben wir jetzt ein bisschen gespoilert, wer das noch nicht gesehen hat. Aber wurscht, weil der Film ist an sich wirklich total gut. Also es ist wirklich einer meiner Lieblings-James-Bond-Filme. Mhm. Gerd Fröbe übrigens, ein Deutscher. Gerd Fröbe, oh. Ein Deutscher ist da irgendwie mit dabei. Der Gerd, das ist ein ganz fieser in seinen, ja, Rollen, ein ganz fieser. Gerd Fröbe. Und Gerd mit Fröbe. Sean Connery. Ja, das war der 14. Januar. Ja, das ging ja wieder schnell. Morgen sehen wir uns am 15. Januar. Oho. Und du kannst deine Mütze wiederholen. Cheerio, Miss Sophie. Ich gehe mal meine Mütze suchen. Macht's gut, tschüss.